Herzlich, hier ist wieder euer Eierkopf. Mit dabei ist Anton. Hallo. Moin. Und heute gibt es ein richtig krasses Video. Anton, du brauchst dafür einmal ganz kurz das hier, weil du hast noch gar keine Ahnung, worum es geht. Setz dir das mal einmal kurz auf. Wie cool. Denn, Freunde, ich werde heute alles kaufen, was ein kleiner Junge anfasst. Ey, nicht gucken, Kopf runter. Oh. Denn, Freunde, ihr seht gerade, Anton sieht da einfach mal gar nichts. Okay, das wir sind hier vor Smith Toys. Anton, ich würde sagen, als allererstes, los. Ich kann nirgends reden. Freunde, Anton sieht einfach mal gar nichts. Warte mal, also wir sind jetzt drin. Bleib mal stehen. Anton, wir sind jetzt in Smith Toys drin. Ja, okay, stopp, noch nicht laufen. Ihr seht jetzt da oben die Sicht von Anton. Und Anton, wir werden das heute in richtig krassen Läden machen. Aber als allererstes sind wir hier bei Smith Toys. Lauf einfach mal los. Vorsichtig. Nee, das Lego, glaube ich. Oha, ey, aber du siehst nichts, oder? Nö. Schwör? Schwör. Es fühlt sich so an wie so ein Pokémon oder so. So ein Kuscheltier, oder? Ja, das ist tatsächlich richtig. Aber du lauf erstmal durch die Gegend. Also theoretisch hätte ich dir das jetzt schon kaufen müssen. Also Anton? Das sieht aus. Also Anton sieht wirklich nichts. Anton, nicht zu schnell, nicht, dass du stolperst. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Oh nein, wir sind in der nicht guten Abteilung. Also die erste Sache, die du richtig aus dem Regal rausnimmst, in deine Hand, die muss ich dir kaufen, Anton, ne? Ja. Anton, du weißt noch zu sehr hier, wo alles ist. Das ist nicht gut. Bleib mal kurz einmal stehen und jetzt dreh ich dich mal einmal kurz im Kreis. So. Okay, und jetzt lauf mal wieder. Ah, tschüss. Aber hier ist eine gute Abteilung, Anton. Ja? Ja, das ist krass. Das sind coole Sachen hier. Hä, das fühlt sich an wie so eine Haarbürste, oder? Das weiß ich nicht so genau. Nee, das sind Puppen, du Ehrenloser. Hä, gar nicht. Guck hier, das ist auch so, hat so eklige Haare. Hä, der sieht wirklich nichts. Anton? Hey, Kevin! Ich muss Anton einmal kurz, ich stell dich jetzt einmal kurz hier hin. So, okay, und jetzt nochmal einmal mal einen Kreis drehen. So, und jetzt darfst du wieder loslaufen. Oh, aus. Hey, das ist auch Kuscheltier. Ey, warte mal. Oh, Anton. Der Bär ist größer als du. Willst das ist der Bär. Willst du den haben? Ja, ich mache jetzt Augenbilder ab. Nein, du darfst nicht. Digga, dieser Bär ist so groß wie du. Den willst du haben. Ja, komm, warte. Ich mache jetzt ab. Stopp, nein, du darfst nicht gucken. Oh. Der ist einfach so groß wie Anton. Den will ich haben. Den willst du haben. Aber Anton, wenn du mir jetzt eine Frage richtig beantwortest, dann machen wir nochmal die Augenbinde drauf und ich kauf dir noch eine Sache. Was ist am 1.11. um 14 Uhr? Eiermerch. Den müsst ihr alle kaufen, davon gibt es so 500 Stück. Der ist geil, richtig. Anton, das war die richtige Antwort. Und dazu gibt es auch noch eine handsignierte Autogrammkarte, oder? Und Trinkflasche. Okay, Anton, richtige Antwort. Dann legen wir den Bären einmal kurz zur Seite. Den bekommst du schon mal. Anton, der kostet übrigens... Das ist nicht viel. 70 Euro. Stopp, nicht bewegen. Ich nehme dich jetzt einmal kurz wieder hoch und tue dich an eine andere Position. Du darfst nämlich nicht mehr wissen, wo wir sind. Wir drehen uns mal einmal kurz im Kreis. Und jetzt stelle ich dich einmal hier hin. So, ein bisschen im Kreis drehen. Okay, ich weiß drauf. Ich war da. Wie gesagt, die nächste Sache, die du anfasst, bekommst du. Nicht so schnell, nicht so schnell, Anton, nicht so schnell. Nicht so schnell. Hier, das ist was für dich. Das ist ein Kinderwagen, da kann ich dich mit durch die Gegend schieben. Oh, ich bin wieder in der Abteilung. Hä? Anton? Das sind Augen. Hä, der weiß wirklich nicht, wo er ist. Anton, du hast viel zu gutes Gedächtnis zum Merken, wo du bist. Anton, wo willst du lang? Oh! Eieiei. Ei. Ey, das ist jetzt aber keine gute Abteilung. Kevin. Ja? Das Pac-Man, oder? Oder Boxautomat? Keine Ahnung, wovon du ich redest. Ich will den haben. Den musst du aber da rausheben. Stopp. Dann lieber nicht will ich haben. Kevin, ich glaube, das ist Pokémon. Das willst du haben hier? Oder lieber das hier will ich. Ja? Ja. Ganz sicher? Dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir einmal mit den beiden. Ich mach auch ab. Pech gehabt. Du kriegst jetzt eine... LOL, oh mein Gott, Puppe. Freunde, ich würde sagen, Anton und ich, wir gehen einmal kurz zur Kasse. Also Freunde, no joke, ihr müsst jetzt alle mal den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Dafür, dass Anton hier jetzt schon wieder einfach eine Sache bekommt, die größer ist als er. Ich wollte schon immer so einen großen Bär. Dann trag den Bären jetzt mal zum Auto. Soll der eigentlich vorne sitzen oder du? Ich! Anton, dieser Bär, der hat einfach diesen ganzen Rückraum eingenommen. Ja, der ist auch der coolste. Und der Eierkopf-Merch! Der ist auch geil, oder? Der ist der coolste. Den müssen alle kaufen, richtig?
ziehe ich meinen Bären an. Das ist schlau. Aber weil du jetzt so sehr wusstest, wo wir gerade waren, die nächste Sache, da sage ich dir nicht mal, an was für ein Geschäft wir gehen. Du ziehst jetzt die Maske auf, zieh die mal auf. Ist das weit weg? Sage ich dir nicht. Maske aufziehen. Nein. Weil jetzt darf Anton nicht mal sehen, wo wir während der Fahrt hinfahren. Können wir zu Saturn? Nein. Maske auf. Okay, Anton sieht nichts mehr. Ja. Wir fahren weiter. So, Anton, wir sind am nächsten Spot. Laufen einmal nach vorne. Stopp, warte kurz. Denn, Freunde, ich zeige euch einmal kurz, wo wir sind, bevor Anton reinläuft. Wir sind hier. Aber Anton hat keine Ahnung, in was für einem Laden wir sind. So, nicht zu schnell laufen. Und wie gesagt, hier darfst du dir auch wieder zwei Sachen anfassen und die darfst du dann bekommen. Okay, Freunde, nur zur Info. Anton war hier noch nicht in dem Laden. Also er weiß auch gerade gar nicht, wo wir sind. Wir sind auch die ganze Zeit beim durch die Gegend fahren, hat er auch die ganze Zeit die Augenbinde auf. Jetzt wird sich hingesetzt. Hast du eine Ahnung, wo du bist eigentlich? Nee. Soll ich dir verraten, wo wir sind? Ja. Wir sind im Weltraum. Glaubst du mir das? Geil. Und das hier? Willst du das haben? Ja. Dann nimm, nein, noch nicht gucken. Du musst erst die nächste Sache noch aussuchen. Okay, also das hier wollte Anton schon mal. Ich kann dir noch mal was zeigen, aber was? Warte, ja? Was, also, okay. Darf ich? Ja, nimm mal in die Hand. Das willst du haben? Bist du dir sicher? Anton, wie alt bist du nochmal? 9. Okay, der sieht wirklich nichts. Anton, das darfst du nicht. Da bist du nicht alt genug für. Das ist der Hot Chip. Oh, dann will ich das. Was willst du, Anton? Anton, warte, was hast du vor? Die hier. Och nein, Anton. Zeig mal, was das ist. Ja, guck mal. Ui, Takis. Ich habe gesagt, eine Sache darfst du rausnehmen. Du hast diese ganze Abteilung da rausgenommen. Oh. Und jetzt darfst du dir aussuchen. Möchtest du das erstmal hier behalten? Eigentlich musst du das behalten. Das ja, behalten das will wir. Ich. Stopp. Ich mache jetzt nochmal die Augenbinde auf und du nimmst eine Sache raus und nicht acht, okay? Ich drehe dich jetzt mal einmal wieder ein paar Mal im Kreis, dass du wieder nicht weißt, wo oben und unten ist. Okay, und stopp und los. Okay. Getränke will ich nicht. Okay. Woher weißt du, dass da die Getränke sind? Weil das so kalt war. Das hier. Anton. Ja. XXXXXXXL Takis Blue Heats. Komm, wir machen Schere, Stein, Papier, dann da ich nochmal. Wie? Ja. Das hast du dir jetzt einfach mal so überlegt. Ja. Aber Anton, davor möchte ich einmal ganz kurz, dass du mal prüfst, ob die Leute abonniert haben. Prüf mal einmal kurz. Haben die abonniert? Nö. Hä? Was ist das denn? Prüf mal nochmal. Hä? Immer noch nicht? Mm-mm. Okay, prüf mal nochmal ein drittes Mal. Ja, ja, doch, ja, die haben abonniert. Okay, Anton, ja. Also ich weiß nicht, wie, du hast irgendwie eine Nase für die Takis, kann das sein? Du erschnüffelst die immer. Ja. Wir machen eine Runde, Runde Schere, Stein, Papier. Und wenn du gewinnst, dann darfst du noch eine letzte Sache aussuchen, okay? Schere, Stein, Papier. Nein! Ach, Digga, ja. Oh mein Gott, ich werde hier voll geell-danced. Dann mach die Klappe wieder drauf. Ein letztes Mal darfst du jetzt aber rumlaufen. Ey, wer der läuft wieder dahin? Hier. Was ist das denn? Slaps. Was ist das? Ja. Weißt du überhaupt, was das ist? Ja. Hä, was ist das denn? Lollis. Wir will einen Lolli haben. Okay, wir gehen zur Kasse. Das sind sogar 10, oder? 10 ja. Stück? So, Anton. Ja. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Du hast für alles zu sehr ein Gespür. Jetzt sind wir noch im Süßigkeitenladen. Und jetzt springst du auf 3 einmal hoch und dann sind wir im nächsten Ort. 3, 2, 1. Anton. Ja? Wir sind am nächsten Spot. Ich verrate dir nicht, wo wir sind. Du gehst vor. Und hier entlang. Okay, und ab jetzt darfst du alleine laufen. Oh. Wo sind wir? Oh mein Gott. Okay, du wärst fast in Blumen reingelatscht. Wo sind wir hier? Freunde, wir sind jetzt bei Kaufland. Oh. Kaufland! Nein, das ist Scheiße. Aber du hast keine Ahnung, wo du bist. In welcher Abteilung, wo du langlaufen kannst. Doch, ich weiß, wo ich bin. Also hier sind alle Gewürze, schätze ich. Warte mal, bleib mal stehen. Du siehst nichts, okay. Dann lauf mal weiter. Okay. Nicht so schnell. Okay, Anton, wieder nicht so schnell laufen. Ja, wir sind schon mal bei den Getränken. Wow, vorsichtig. Achtung, du läufst gleich gegen einen Einkaufswagen. Das ist Bier, das sehe ich am Deckel. Wie, du siehst das am Deckel? Ja, was der Deckel ist so pieksig. Warte, was hast du gerade mit Sehen gesagt? Der Deckel ist pieksig. Hey, Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Glaubt ihr, Anton schummelt? Anton, nicht so schnell. Okay. Nein, 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 nein. Ich habe mich entschieden. Bist du sicher? Willst du nicht gucken?
Anton, stopp. Bist du dir sicher, dass du diese Sache haben möchtest? Und ich nehme noch einmal das. Anton, das ist aber, also, sei mal ehrlich. Anton, sei jetzt mal ehrlich. Stopp. Was fummelst du dir jetzt eigentlich gerade rum? Nee, siehst doch. Du was? Nö. Schwör, dass du nichts siehst. Ja. Schwör auf deinen Brawl Stars Account. Ja. Schwör auf deinen Stumble Guys Account. Ja. Anton, stopp. Hallo. Hör jetzt auf, Sachen zu greifen. Komm mit. Willst du die Sachen haben? Ja, ich guck erst mal, was das ist. Ja, guck mal. Ich hab Prime. Ja, das, also, Anton, wusstest du, dass sie hier stehen? Sei mal ehrlich. Nein. Ich bin dir ehrlich, ich bin froh, dass das immerhin das Prime ist, was nur 2 Euro kostet. Aber ich will noch was. Was denn? Wie noch was? Dann leg ich das weg. Willst du nur die blauen? Ich nehme das und das. 3-mal. Kannst du halten? Ja, ich kann Prime halten. Die Augen zumachen. Schere, Stein, Papier. Aber nur wenn du gewinnst, darfst du noch eine Sache aussuchen, ja? Guck, du hast das Ei genommen. Weißt du, was ich mir jetzt kaufe? Nein, du darfst es ja nicht mal sehen. So. Doch. Zu hier, zack, zack. Nicht gucken. Wo sind die Eier? Anton, ich sag dir nicht, wo die Eier sind. Die musst du schon irgendwie finden. Ja, okay. Hey, aber ohne gucken, hallo. Haha, Kevin ist so dumm. Ich habe ihm das Prime gegeben und ich kann jetzt alles sehen. Und jetzt hole ich mir Eier. Anton, hey. Hey. Das ist so ein Schlag. Hast du geguckt? Nein. Komm, dann holen wir dir jetzt deine Eier, weil du gewonnen hast. Oh, Kevin, ich habe was gefunden. Einen großen Eierkopf habe ich ja schon, aber ein Ei will ich noch. Wie? Du willst jetzt doch noch ein Ei? Vom Osterei, Mann. Okay, Anton, dann nehmen wir noch die Eier mit. Mhm. Und dann gehen wir jetzt zur Kasse, okay? Okay, Anton, ich muss mal ganz kurz in die Küche. Ich muss noch mal eben was holen. Ich bin sofort wieder da, ja? Bleib einfach hier. Ich bin in 2-3 Minuten wieder da, ja? Ja. Dann fangen wir an. Leute, ich gucke jetzt einfach mich um, was ich jetzt nehme. Boah, hier ist Brawl. Boah, die nehme ich. Psch, und jetzt nicht verraten. Kevin, ja? Okay, bist du bereit? Yep. So, Freunde, es gibt jetzt tatsächlich noch mal eine Ultra-Special-Sache. Und zwar darf sich Anton eine einzige Sache aus meinem Büro aussuchen. Ihr seht das, Freunde, beziehungsweise er darf sie sich nicht aussuchen, sondern die erste Sache, die du gleich berührst, die bekommst du hier. Ihr seht, hier oben sind richtig krasse Sachen. Dann habe ich hier ganz viel Merch. Und natürlich auch hier der Eierkopf-Merch. So sieht am das aus. Am 1.11. Genau. 30. Die Zuschauer sehen schon mal, das ist das Design. Das wird der Eierkopf-Merch sein. Richtig geil, Freunde. Aber vorbestellen. Nee, der kommt am 1.11. um 14 Uhr raus. Da kann man den dann kaufen. Ich würde sagen, Anton, alles, was hier irgendwie greifbar okay, ist. Okay, ich mach los. Warte, nein. Ich muss dich zumindest mal einmal im Kreis drehen. So, zack, zack. Okay. Und stopp. Nicht berühren. In dem Bild das. Hä? Digga, woher weißt du, was das da ist? Was ist da? Gar nichts. Das zählt eigentlich nicht. Vorsichtig! Digga, es ist ultra schwer. Anton, eigentlich zählt das nicht dazu. Das hatte ich gar nicht. Ich mach jetzt Maske auf und dann mach ich gucke. Oh, guck mal hier da, Leon. Anton. Leon. Wartest du mal einmal kurz? Leon. Anton, Leon. Stopp. Oh mein Gott. Eigentlich habe ich die da nur hingestellt, weil ich die jetzt aussortieren wollte. Ja, jetzt habe ich sie angefasst. Jetzt gehört mir. Aber Kevin, nicht traurig sein. Wir können machen auch noch ein Battle. Wir machen jetzt eine Sache, machen wir zumindest mal gegeneinander. Stopp. Hör auf, da alles aufzumachen. Ja. Was hast du die eigentlich alles genommen? Hä? Hier ist so goldener Spike. Amber. Ja, die waren da alle drin. Die gehören doch eh mir. Hast du das jetzt einfach so entschieden? Ja. Ich habe hier noch in der Kiste diese Megaboxen. Die kann man nicht mehr kaufen. Die sind aus dem Verkauf raus. Wir werden jetzt beide 2 Stück davon aufmachen zusammen. Noch nicht jetzt. Wir machen jetzt mal zusammen auf. Setze ich mal ein bisschen weiter herüber. Bist du bereit? Wir machen die erste auf, ja? Ja. Okay. Oh. Ich hab dir sogar Gold. Oh. Hier darfst du haben. Ja! Komm, wir machen noch eine auf. Oh, oh. Ich hab nur Piper. Oh, ihr egal, okay. Jetzt. Wir machen jetzt Päckchen. Okay, hier. Wir machen jeweils noch mal einmal so ein grünes und einmal so ein blaues jeweils auf, okay? Keine Ahnung, was hier drin ist. Ah, ich hab Bo. Was hast du? Ich hab Frank. Okay. Und dann jetzt noch mal ein blaues. Hier liegt noch ein Frank. Ein blaues noch mal. Oh, ich hab. Danita. Der Anita! Was hast du? Ich drück diese doofe Frau. Freunde, ich würde sagen, Anton, du darfst jetzt hier noch 1-2 Sachen mit nach Hause nehmen, weil ich die aktuell eh nicht mehr brauche. Ich habe davon viel zu viele. Ja. Yeah. Deswegen, hast du noch was final zum Video zu sagen? Kauf den Merch und Abo da lassen. Okay, ciao. Tschüss.